Willkommen auf dem Kanal Die Richtige Wahl. In diesem Video werde ich über das Samsung GQ65QN90 CATX-ZG Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 65 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-ADS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 120 Hz. Quantum-Matrix-Technologie. Dank der Quantum-Matrix-Technologie eröffnen sich dir faszinierende Bildwelten voller Kontrast und Details. Weiterhin werden besonders tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum-Mini-LEDs mit großmöglicher Genauigkeit ansteuert. Neural Quantum Processor 4K. Mit dem Neural Quantum Processor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 4K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren. Minimierte Reflexionen. Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder Serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnisses kommst. Die Farbe des Fernsehers ist ein Carbon-Silber. Er wiegt 27,5 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 144,63 cm in der Breite, 82,87 cm in der Höhe und 2,59 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 400x300 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 132 kWh pro Jahr. Neo Slim Design. Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45, 4x HDMI 2.1, 1x Satellite In, Main F-Type Female, 1x Satellite In, Sub F-Type Female, 1x Optical Audio Out, 1x CL Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, Wireless DECS, Wireless TV On, Wired TV On. Der Fernseher verfügt über 8 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 60 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über EAC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Atmos. Die neuen Samsung Top Channel Lautsprecher bringen das Dolby Atmos Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 7.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien Medien, Spiele und Hintergründe wird dein Fernseherlebnis optimiert, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Das war's mit unserem Testbericht zum Samsung GQ65QN90 CATX-ZG Fernseher. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!